1976 hatte Dichte Stress einen ersten großen öffentlichen Auftritt, als der Biologe und Kybernetiker Frederik Vester in einer TV-Sendung zum Thema Stress mit den Tupaias seine ökologische Apokalyptik illustrierte. Der Spiegel legte nach mit einer Titelgeschichte zum Thema Jahrhundertkrankheit Stress. Danach versank Dichte Stress wieder in der Bedeutungslosigkeit und überlebte vor allem in Traktaten vom ganz rechten Rand, wo man von jeher eine Vorliebe für biologistische Argumente hat. Dabei blieb es, bis in der Schweiz der Begriff plötzlich durch die Medien zu geistern begann und zum verbalen Knüppel aller wurde, die glauben, die Schweiz sei kurz vor dem Untergang durch Überbevölkerung oder gar Überfremdung. Allerdings wird Dichte Stress nicht nur aus xenophobem Ressentiment verwendet, sondern beim Nörgeljournalismus auch aus purer Dummheit und Mangel an Sprachsensibilität. Kolumnisten wie der Satiriker Peter Schneider oder der ehemalige SPS-Chef Bodenmann registrierten das früh und geißelten Dichte Stress als reaktionären Quatsch. Nun ist es ja meist egal, was die Leute so daher schnurren oder publizieren. Aber in der Schweiz folgen drei wichtige Abstimmungen mit dem gleichen Hintergrund. Die Neuauflage der Schwarzenbach-Initiative gegen Überfremdung aus den 70er Jahren, mit der man die wesensfremden Italiener aus der Schweiz werfen wollte. Heute sind die Sündenböcke nicht mehr die Italiener, sondern Zuwanderer aus der gesamten EU. Und die sollen mit der Masseneinwanderungsinitiative der SVP ebenso ferngehalten werden, wie mit der ökologisch verbrannten Ecopop-Initiative. Das Ziel dabei ist die Abschaffung der Personenfreizügigkeit mit der EU. Genauso wie bei der dritten Abstimmung, bei der sich SVP und Konsorten gegen die Ausweitung des freien Personenverkehrs auf Kroatien sperren. Argumente und Details mögen sich ändern, stets aber geht es um die Richtungswahl zwischen einer reaktionär xenophoben und einer weltoffen modernen Schweiz. Deutlich zeigt sich das, als SVP-Bundespräsident Ueli Maurer behauptete, die Schweiz könne die Zuwanderung kulturell nicht mehr verkraften. Da war es wieder das schwarzenbachsche Hadern mit Fremden, das immer dort besonders virulent ist, wo wenig oder gar keine Ausländer wohnen. Man kann sich in guten Träumen darüber streiten, wie voll Züge sein dürfen, ob es mehr flankierenden Arbeitsmarktschutz braucht oder wie viele Wohnungen in den Zentren fehlen und warum. Aber nicht mit pseudo-objektiven Unsinnsbegriffen wie Dichtestress. Dank gebührt den Autorinnen und Autoren, denen und allen anderen, die alle ehrenamtlich und aus Überzeugung in die Tassen gehauen haben und die eine klare Trennlinie ziehen, da die Ausländerfeinde, die sich in Biologismen wie dem Dichtestress ergehen mögen, hier alle anderen, die den Begriff nicht ahnungslos verwenden. Das ist der Zweck dieser Sammlung, die sich im Besonderen an die Kollegen der Journal richtet und die wir zur Mithilfe aufrufen, alle der Lächerlichkeit preiszugeben, die Förderin außerhalb der Tupaya-Forschung noch von Dichtestress sprechen. Jetzt versuchen wir ein Theater zu lesen miteinander. Das wird gar nicht so einfach sein und wir brauchen noch einen oder eine Freiwillige. Jemand, der eine anständige Stimme hat und ein Stimmorgan. Der Herr hier vorne, können Sie was lesen? Nee, ich kann nicht. Ich kann mich opfern, ja. Ja, super, alles klar. Das ist auch nicht wahr, wie schlimm Sie sind. Ich muss schnell schauen, wer Sie sind. Sie sind, glaube ich, der Passant. Ein Satz oder so. Das sind, glaube ich, zwei Sätze, aber ich muss schnell suchen, wo wir das angezeichnet haben, sonst müssen wir zusammen. Die Rolle ist gar nicht so klein. Okay, der Passant. Kann ich sitzen oder soll ich stehen? Stehen wir noch nicht klar. Kommt ihr noch nach vorne? Möchtest du den Herrn nicht noch vorstellen? Wie ist der Herr? Vincenzo Paulino. Vincenzo Paulino selber. Applaus für Vincenzo Paulino. Herr Paulino, musst du zusammen. Okay, ja genau, wir müssen hier schnell, weil das ist ja alles so, sowieso, können Sie mal kommen, Vincenzo, bitte? Wir werden hier ein bisschen, danke Ihnen noch lieber, Frau. Ist das so etwa? Ja, ganz eng, genau so. Wir können eigentlich jetzt fast schon im Chor singen. Das Stück ist, das ist eigentlich deine Rolle, das müsstest du einführen, Phil. Was denn, ich weiß noch gar nichts über dieses Stück. Das Stück ist mir völlig fremd, meine Damen und Herren. Ich sehe es jetzt zum ersten Mal, aber ich glaube, es ist fabelhaft. Und es heißt...
Ungeschriebe. Whatever. Ja. Und es ist von Gerhard Meister und Susanne Zahn. Genau. Und das ist offenbar ein Auszug aus einem größeren Stück, nämlich Wir erben eine Schweizer Saga. Stimmt genau, das? Genau, das ist richtig. Und jetzt stellen wir dich noch nach Jürgen. Ja, dieser Herr, Vincenzo, ist der Passant. Wir drei sind Chloisu, Loisu und Myrgu. Passant, Sprecher. Okay, wir probieren mal. Okay, here we go. Die drei Gebirgstaliban, Myrgo, Chloisu und Loisu, sammeln Unterschriften für die Eco-Pop-Initiative. Oder war es die Initiative gegen Masseneinwanderung, die grenzenlose Masseneinwanderung? Oder einfach eine der vielen Asylrechtsverschärfungsabstimmungen? Seid ihr Schweizer? Ja, warum? Ungeschrieben! Was soll ich ungeschrieben? Schwarzenbach-Initiative gegen die Überfremdung. Nein, merci, nein. Und warum hat er keinen Bart? Noch einen schönen Tag. Ein echter Schweizer hat einen Bart. Ein echter Schweizer unterschreibt die Initiative. Von einem ohne Bart brauchen wir keine Unterschrift. Chloisu packt den Passanten beim Kragen. Die Initiative braucht jede Unterschrift. Excuse, ich sollte weiter. Zuerst unterschreiben. Ein echter Schweizer hat einen Bart, der Tell hat schon einen gehabt und wir haben auch einen. Polizei! Der Passant wird verprügelt und liegen gelassen. Ich bin nicht sehr zufrieden mit der Ausführung der Hundeanwalt. So ein Topo. Schau mal hier auf dem Fünfliber. Das ist doch auch der Tell und der hat doch auch keinen Bart. Tatsächlich keinen Bart. Loisu wirft den Fünfliber weg. Der ist gefauscht. Es ist auf allen fünf Lieber gleich, kein Bart. Dann schiesst du dir halt auch fort. Gut, sorry, das ist dumm. Vincenzo, herzlichen Dank, das ist großartig, das ist großartig. Okay, jetzt haben wir einen Text, den du lesen. Ja, du bist schon wieder dran. Und zwar ist das ein Text von Manfred Papst, das ist der Kulturchef der NZZ am Sonntag. Und das passt sehr gut, weil der Text unter anderem zu tun hat mit dem Stadelhofer Platz, also genau, wo ihr hier sind, bitte. Genau, und möchtest du vielleicht noch sagen, warum mein eigener Text mir verboten wurde? Ach genau, genau, ich bin ein bisschen entsetzt, dass er seinen eigenen Text nicht lesen kann. Das Problem ist, der Text ist zu gescheit, er ist zu intellektuell. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass das... Aber man kann nachher noch hier ein Privatissimum machen, wo dann Phil den Text verlesen wird. Ich lese auch ohne Mikrofon, ist das okay? Können mich alle Menschen auch in der letzten Reihe noch gut hören? Okay. Also, ich lese von Manfred Papst von Tauben und anderen Plagen. Seltsam sind die Wege der Wörter, sie kommen und gehen. Manche nimmt die Sprache als Dauergäste auf, andere schickt sie nach einer Weile wieder fort. Wörter sind immer auf Wanderschaft und ihr Sinn wandelt sich. Der Begriff Dichtestress tauchte in der NZZ erstmals 1999 auf, und zwar in einer umfassenden Abhandlung über die Taubenplage in Zürich unter besonderer Berücksichtigung des Stadelhofer Platzes. Der Verfasser machte geltend, dass gegen die rund 15.000 Tauben in der Limmatstadt im Vergleich zu 300.000 in Venedig kein Kraut gewachsen sei. Abschießen, einfangen, vergiften sowie Nester ausnehmen nütze nichts, solange die Bevölkerung in falsch verstandene Tierdiebe die Vögel füttere. Das Überangebot an Nahrung führe zu einer Explosion sowie Verslammung der Taubenbestände und damit eben zu Dichtestress. Die Ratten der Lüfte würden einander und vor allem die Jungen fertig machen, zudem würden sie von Würmern, Flöhen, Wanzen, Milben und Zecken befallen und litten durch die einseitige Ernährung an Durchfall, was wiederum die Kotschäden an den Gebäuden verschlimmere. Taubenfüttern ist Tierquälerei, schrieb der Tierschutz damals. Das war, wie gesagt, 1999. Inzwischen ist das Wort Dichtestress aus der Verhaltensbiologie in die Politik geraten. Der Dichtestress in der Schweiz ist die politische Herausforderung, die es anzugehen gilt, sagt CVP-Chef Christoph Dablé, und Bundesrat Didier Burkhalter konstatiert ein Unbehagen in der schweizerischen Bevölkerung, das sich gegenwärtig bei Themen wie Dichtestress, Migrationsdruck und Zersiedelung zeige, obwohl die Lebensqualität in der Schweiz anerkanntermaßen hoch sei.
In den Diskussionen zur SVP-Initiative gegen die Masseneinwanderung, die am 9. Februar 2014 zur Abstimmung kommt, spielt der Begriff eine wesentliche Rolle. Das ärgert mich, denn das Wort impliziert, dass es eine Art Naturgesetz gäbe, was die zuträgliche Bevölkerungsdichte betreffe. Er suggeriert zudem, dass die Zuwanderer uns zwangsläufig stressen und krank machen und leistet somit einer pseudowissenschaftlich untermauerten Fremdenfeindlichkeit Vorschub. An der Wohnungsknappheit und den steigenden Lebenskosten, an den Engpässen im öffentlichen Verkehr und den Schlangen an der Kasse, an der Umweltbelastung soll allein die Zuwanderung schuld sein. Das ist mit Verlaub Blödsinn. Ich bin deshalb dafür, dass das Wort Dichtestress fortan nur noch im Zusammenhang mit den Tauben auf dem Stadelhofer Platz Verwendung findet. In der Ausländerpolitik hat es nichts zu suchen. Vielen Dank. Sven Störber ist los. Ja, gerne. Sollen wir das Mikro vielleicht mal ausmachen? Genau, machen wir mal die Interessantesten. Ich mach's mal weg, weil ich weiß nicht, was ausmacht. Unsere beliebte Nummer Show einschenken. Wir sollten noch eine Pyramide mit den Gläsern starten. Das haben wir doch heute Nachmittag gesehen, Thomas. Achtung Tier. Ich wurde bereits verschiedentlich von Tieren angegriffen. Nein, wir brauchen es gerade gar nicht. Wir brauchen es gar nicht. Darum ist das auch aus. Aha, okay. Ach, das nochmal. Also nochmal. Achtung, Tier. Ich wurde bereits verschiedentlich von Tieren angegriffen. Einmal im Central Park, Boston, schöne Anlage. Ich gemütlich am Spazieren, da springt mir ein Eichhörnchen in den Rücken und krallt sich in meiner Jacke fest. Glücklicherweise hat es nicht zugebissen, lustig war es dennoch nicht. Ein anderes Mal in Indonesien, ich zufrieden durch einen kleinen Palmenhain direkt am Meer. Da kreischt unmittelbar an meiner Seite ein Java-Affe, reißt mir an den Haaren, nimmt dieses Büschel weise mit. Auch er hat glücklicherweise nicht zugebissen, immerhin hatten beide Tiere erstaunliche, wenn auch kleine Gebisse. Sowas geschehe wegen der Überforderung, es sei eine Art Platzangst. Arme Tierchen, dachte ich da, sitzen zum Beispiel gemütlich auf ihrem Baum im Wald und auf einmal, zack, wird aus heiterem Himmel der ganze Wald abgeholzt und sie haben keinen Baum mehr unterm Arsch. Wen wundert's da, dass sie in ein Ungleichgewicht geraten? Sind ja nur Tiere und können nicht besonders differenziert reagieren. In der Schweiz wird man selten von gefährlichen Tieren angegriffen. Es gibt ja kaum welche. Wenn es einen Wolf gibt, wird er erschossen. Und eine Fippa oder Kreuzotter habe ich ewig nicht mehr gesehen. Gefährlich sind höchstens Kühe, aber auch nur, wenn man sie provoziert. Nein, grundlos wird man in der Schweiz nicht aus heiterem Himmel angefallen. Auch nicht von Tauben und Spatzen, obwohl diese dicht an dicht in Scharen leben und allen Grund für Platzangst hätten. Kämen Sie mal auf die Idee anzugreifen, Hitchcock lässt grüßen. Nein, hier wird man lediglich von Menschen angefallen. Kürzlich im Zug. Ich suche einen freien Sitzplatz, aber auf allen Sitzen liegen Taschen und Jacken. Und weil niemand einen Sitz freigibt, frage ich eine Frau, ob sie so freundlich wäre. Sie nimmt ihre Tasche zähnefletschend vom Sitz. Wie eine Raubkatze im Käfig rutscht sie unruhig herum und schaut mich wiederholt aggressiv an. Ich sitze absolut normal auf meinem Platz, geradezu überanständig. Fräulein Rottenmeier wäre in vollster Zufriedenheit mit mir gewesen. Und gestunken habe ich auch nicht. Das soll hier mal ganz klar und deutlich gesagt sein. Irgendwann aber sagt die Frau zu mir, ich solle bitte den Platz wechseln. Sie ertrage es nicht, ich mache sie nervös, es sei ihr schlicht und einfach zu viel. Sie hat einen hochroten Kopf. Und, bilde ich es mir ein, ihr Mund schäumt. Fehlt nur noch, dass sie mich wie ein Lama anspuckt. Natürlich bin ich mehr als konsterniert und wechsle in Windeseile den Sitzplatz. Ist wirklich alles passiert, genauso.
Erst eine ganze Weile später konnte ich den Vorfall einordnen. Zwar habe ich beim Wort Dichterstress zuerst Dichterstress gelesen und gedacht, wow, nun bringen die Medien das Problem endlich auf den Tisch. Denn Dichterstress habe ich dauernd. Beim Dichten braucht man Ideen, Stress pur. Hinzu kommt der finanzielle Stress, der Stress mit der Arbeitsbeschaffung. Wer spielt das nächste Stück? Wo kann ich lesen? Wo publizieren? Dann aber habe ich genauer gelesen. Im Wort fehlte ein R. Also nichts mit Dichterstress, sondern Dichtestress. Dichtestress, die zeitgenössische Bezeichnung von Das Boot ist voll. Ein uraltes Angstproblem, unfassbar langweilig. Ewig wiederkehrende dieselbe Leier. Als hätten jene, die das Wort missbrauchen, nicht nur Dichtestress, sondern ebenso Dichterstress, nämlich keine Ideen. Dichtestress sagt, in der Schweiz wird es zu eng, alles wird verbaut, wir haben keinen Platz mehr, die Grenzen sind zu offen, man muss sie schließen. Dichtestress sagt, wir haben zu viele Zuwanderer und Dichtestress sagt vor allem, die Zuwanderer sind an allem schuld. Dass wir alle von allem mehr wollen, tut hierbei nichts zur Sache. Mehr Mobilität, mehr Stadt, mehr Zugang, mehr Technik, mehr Freiheit, mehr Individualität, mehr Wohnraum. Schäme sich, wer zu zweit nur 60 Quadratmeter bewohnt. Und last but not least, mehr Platz im Zug. Nein, dies alles tut nichts zur Sache, die anderen sind schuld. Wunderbar. In Zukunft mache ich es mit meinem Dichterstress auch so. Wenn ich keine Idee habe, wenn zu wenig Aufträge laufen und auch, wenn ich vor lauter Party schlicht und einfach keine Zeit zum Dichten hatte, es sind die anderen schuld. So muss ich, wenn es gerade nicht so gut läuft, nicht selber ran, sondern ich kann einfach auf sie mit Gebrüll rufen. Oder sowas ähnliches. Wunderbare Sache, tut der Seele gut, sehr empfehlenswert. Ich kann machen und lamentieren, wie es mir gerade passt. Wie ein Tier. Ich muss nur noch entscheiden, ob ich lieber ein Eichhörnchen oder ein Affe bin. Ach übrigens, diese Kolumne hat auch nichts mit mir zu tun. Die anderen sind schuld. Ich würde eigentlich auch lieber einen anderen Tag geschlossen. Lies doch, was du Lust hast. Ja, nein, ich lese es meine, jetzt habe ich mich schon dafür geschrieben. Meine ist eben trivial genug, darum darf ich ihn lassen. Also. Dichter Stress hört man ja oft dieser Tage. Ein interessantes Wort. Hier, was mir so dazu einfällt. Dichter Stress 1. Seit etwa einem Jahr liegt Infinite Jest von David Foster Wallace bei mir herum. Mal auf dem Nachttisch, mal auf dem Küchentisch, mal in einer Tasche. Ich habe an vielen Orten den Anlauf gestartet, aber nie auf dem Klo. Und jetzt klammere an dieser Stelle noch einen Mini-Exkurs zum gegenteiligen Thema dichte Freude. Und jetzt sollten Sie weghören, falls Sie der Meinung sind, man sollte über solche Dinge, es geht um Exkremente, nicht sprechen und schon gar nicht schreiben. Eine Freundin sagte mir neulich, sie habe erfahren, dass man in einem Teil ihres Freundeskreises diese spezielle Art von Stuhl, deren Dichte den Gebrauch von Toilettenpapier eigentlich überflüssig macht. Und sie wissen genau, was damit gemeint ist, auch wenn sie der Meinung sind, man sollte über solche Dinge weder sprechen noch schreiben und trotzdem zugehört haben, ein Diamantlinen. Wunderschön. Klammer geschlossen. Ich bin auf Seite 713. Das ist etwas mehr als die Hälfte vom tatsächlichen Roman. Danach kommen nochmal etwa 130 in maximal 8-Punkt-Schrift bedruckte Seiten Anmerkungen, die man lesen muss, um den Roman zu verstehen. Klammere, falls das überhaupt geht. Ich kann es noch nicht gerecht sagen. Klammere, Schlusse. Das Papier ist so dünn, wie man es von Bibeln kennt. Und ich schreibe etwa 130 Seiten, weil mein Exemplar des Buches fehlerhaft ist. Die letzten schätzungsweise 30 Seiten wurden nicht aufgeschnitten. Ich lasse sie so. Ich werde sie wie ein Geschenk feierlich auspacken, falls ich es mal schaffe, mich der Dichte dieses Buches zu stellen und es tatsächlich fertig zu lesen. Dichterstress 2. Vor ein paar Tagen habe ich das erste Mal seit sehr langer Zeit einen schlechten Risotto gemacht. Seit mir eine original italienische Mama gesagt hat, dass un risotto deve soffrire, klappt das eigentlich. Und dann das, man hätte ein Haus damit bauen können. Dichterstress 3. Die Situation in meinem Kleiderschrank ist Dichterstress. Dichterstress 4. Oh Gott. Neulich wuchsen mir in einer Besprechung zwei Pickel. Ich ging rein ohne und kam raus mit zwei vollentwickelten Prachtexemplaren. Sein Gesicht bietet ja nun den verantwortlichen Bakterien genügend Fläche, sich ein schönes Plätzchen mit Umschwung zu suchen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen.
Aber die beiden Vollspackos baten so dicht nebeneinander, dass sie eigentlich schon fast aufeinander hockten. Was natürlich weniger schlimm gewesen wäre, weil dann hätte man auf die Bemerkung, boah, was für ein Riesenpickel, sagen können, nein, nein, das sind eben zwei aufeinander. Und der andere so, ach so, ja dann. Dichte Stress 5. Manchmal sind die Tage so dicht gepackt mit dem, was man tun sollte, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Dichte Stress 6. Nein, mal im Ernst. Wenn ich dieser Tage dann mal in einem Club oder Ähnlichem bin, dann verstehe ich schon, was dichter Stress bedeutet. So viele Leute am gleichen Ort, es ist eng, man steht sich auf den Füßen rum, es dauert ewig, bis man was zu trinken kriegt und alle atmen einem den Sauerstoff weg, weshalb man konstant leicht benebelt ist. Und das wird mir jedes Mal durch den Stress vergällt, der bei mir entsteht, wenn ich dicht bin. Ich bin nüchtern, ein relativ ausgeglichener Mensch, aber angetrunken kann ich mich über die unmöglichsten Nichtigkeiten aufregen. Jedenfalls denke ich an vieles im Zusammenhang mit dem Wort dichter Stress, aber ich denke nicht an die Situation in der Schweiz. Darüber können wir noch mal reden, wenn Sie keinen Platz mehr haben, dieses Büchlein ganz aufzuschlagen. So, jetzt haben wir noch drei. Magst du, Phil, vielleicht auf Seite 12 noch das zweite Gedicht lesen und dann liest mal das erste? Mal sehen, genau. Mal sehen, wie Magic hier fällt. Okay. Ich lese das erste jetzt. Genau, okay. Genau. Von Christoph Virchow. Von Topaias und Menschen. Ich leide höchstens dichte Qualen im Beisein von Rechtsnationalen. Ansonsten habe ich nie gelitten an dichte Stress, so möchte ich bitten. Dass, wenn du nicht in Lagos wohnst, mich mit dem Quatschbegriff verschonst. Jedoch, damit der Vers sich auch noch reimt, oft dichter Stress in mir aufkeimt. Okay, das zweite heißt logische Folgerung. Es dauert ein bisschen, bis ich die gezogen habe, aber okay. Aus Spanien, Polen, Estland, Flandern will jeder ihres Frankens Reiz, ein jeder in sie einwandern, die kleine, enge, nasse Schweiz. Dadurch entsteht natürlich dichte Stress für alle, die schon da. So folgt das künftig besser, ja, auf das Gesindel man verzichte. Lies doch später. So. Peter Schneider, dichter Stress, wäre nur ein Fünftel. Eine große Ehre, etwas von Peter Schneider dürfen zu lassen. Die Ecopop-Initiative steht. Klammere Versuche einzelner Genfer Gemeinden durch hinterhältige Verwendung von B-Post-Briefmarken das Volksbegehren mindestens zu verzögern, dürften als gescheiter betrachtet werden. Klammere geschlossen. Die Initiative fordert, dass jährlich nur noch 0,2% der bestehenden Bevölkerung neu aus dem Ausland einwandern dürfen. Das klingt nach wenig, ist es aber nicht. Es handelt sich vielmehr um etwa 16.000 Personen Jahr für Jahr. Und was werden diese 16.000 zusätzlichen Menschen tun, sobald sie sich erst einmal bei uns niedergelassen haben? Sie werden sich vermehren. Wenn sich aber jeder der 16.000 auch nur einmal vermehrt, so sind es im nächsten Jahr schon 32.000. Im übernächsten dann 64.000 zusätzliche Einwohner und so weiter, die uns die knappe Ackerkrume streitig machen. Hinzu kommen natürlich noch die weiterhin jährlich einreisenden 16.000, das macht also 48.000 bzw. 96.000 und so weiter. Dazu addiert sich schließlich noch der sogenannte demografische Zinseszins, sprich die Kindeskinder. Wenn man dann bedenkt, dass schon heute jedes fünfte Kind zu dick ist, Tendenz steigend, kann man sich den Platzmangel und die drohende Hungersnot leicht selbst ausrechnen. Ich habe hier auch noch ein Gedicht, es geht auch wieder um diese Topaias und ich muss vielleicht noch zwei, drei Sachen zu den Topaias sagen. Also es war ein Labor in Bayern, wo man das getestet hat und eben das Praktische am Topaia ist, dieser buschige Schwanz, der sich aufstellt, sobald die Stress haben. Das nennt man das sichtbare Schwanzsträuben in der Wissenschaft. Die Topaias sind wahnsinnig eigenbrötlerische Viecher. Das zeigt sich daran, dass die das Nest von ihren Kindern weit entfernt von sich aufstellen und nur alle zwei Tage nach diesen Kindern gucken gehen. Und wenn man die im Labor...
Entschuldigung? Gelegentlich. Hm? Gelegentlich auch bei anderen. Das Gattungen kann auch bei anderen Gattungen vorkommen. Wenn man jetzt mehrere von denen in ein Käfig reinsperrt, dann fressen die Mütter als erstes ihre Kindchen auf. Und dann ist es so, dass die sozial Unterlegenen sofort versterben. Und als diese Forschung rauskam, 1973, war noch so im Nachklang zu 68, hat man im Spiegel vor allem auf diese Statusunterschiede geschaut und gesagt, ja klar, Tupaya irgendwie, wenn der Chef zu weit oben und der Untergebene zu weit unten, dann muss der Untergebene sterben. Und 76 kam dann so im Gefolge des Club of Rome Frederick Feste, ein Kybernetiker und Bio-Apokalyptiker, der vor allem eben gesagt hat, es gibt zu viele Menschen auf der Welt und wir müssen ganz dringend irgendwie schauen, dass es nicht so viele Menschen gibt. Tupaya im Labor ist übrigens eine Extended Version. Wir mussten noch am letzten Tag irgendwie ein paar Sachen aus dem Buch rausräumen. Dann haben wir die halbe Seite des Gedichts gestrichen und eine Kolumne von mir. Weil der Herausgeber nicht gut gezählt hat, musste am Schluss dann auch da haben. Und jetzt habe ich die große Freude, dass ich das Ding in voller Länge hinten und vorne lesen kann. Tupaya im Labor. Mein Schwanz, der spreit die Borsten Kess, mich dünkt's, das macht der dichte Stress. Kaum Wasser und schon gar kein Körnchen, so ist's im Labor als Spitzhörnchen. Es ist mein Kind, was ich jetzt fress, das macht mit mir der dichte Stress. Ein Doktor Bio stresst uns sehr, Schnauze voll, ich will nicht mehr. Mein Käfig voll, it is a mess. Hier testet man den Dichtestress. Mein Herzschlag rast, ich denk, oh weia, warum grad ich ein Test-Tupaya? Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir noch weiterlesen oder... Noch einmal das Büchlein durch. Ich möchte eher sagen, wir unterschreiben alles, beziehungsweise wollten wir noch Show diskutieren. Noch schon diskutieren. Du als Quotendeutscher, was wolltest du noch sagen? Ich wollte gar nichts mehr sagen. Drink, mingle und be merry, das wollte ich sagen. Ja, okay, also alles klar. In dem Fall vielen Dank an Philipp Zingler, an Michel Roten, Renata Burkhardt. Wir unterschreiben alles, wir schreiben rein, was immer Sie haben wollen. Diese Leute haben noch Bücher hier und herzlichen Dank fürs Kommen. Und jetzt gibt es hier noch Tranksale. Ja, ich hoffe, es ist nicht gut. Ich hoffe, es ist nicht laut.